Ja, hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Freelancer. Ich bin's wieder, euer Black. Wir sind gerade auf dem Weg, auf dem Rückweg nach Kyushu. Zumindest wären wir das, wenn ich hier mal auf eine F8 drücken würde und hier an der Handelsroute andocken würde. Und endlich in die Autobahn einbiege. Weil wir haben gerade eine, beziehungsweise in der letzten Folge sogar zwei, erfolgreich zwei freie Missionen erledigt. Wir sparen ja immer noch auf dem neuen Jäger. Den Barracuda hieß er, glaube ich. Und, ja, mal gucken, was wir da hinbekommen. Barracuda! Oder wie das hieß. Da sind wir wieder. Wir müssen gleich mal den Handlungsring auswählen. Los. Angekommen. Und dann doch. Ja. Ich glaube, der da hinter uns, der wollte auch noch eindocken. Gott sei Dank sind wir eher gewesen. Nicht, dass der sich noch vordrängelt. Das wäre es ja noch. So. Schnäbel auf. Reinfliegen mit unserem Fischlein. Da sind wir. Wie gesagt, vom Hintergrund her und auch vom Landschaft, der eigentlich bisher mein Lieblingsplanet. Habe ich letzte Folge schon gesagt. Aber man, es schadet ja nicht, das zu wiederholen. So. Gucken wir erstmal hier alles. Was wir hier so alles bekommen haben. Das brauche ich jetzt nicht. Die Sequenz brech mal ab. Schauen wir mal. Wir haben Schrott. Einen Haufen Schrott haben wir dabei. Entsprechend müssten wir ja eigentlich viel Ausrüstung dabei haben. Gucken wir mal. So, ja, ich weiß, hier hätte ich auch abbrechen können, aber ich bin da wählerisch. So. Hopp. Gucken wir mal, was uns alles da vorhanden ist. Gar nicht. Hier, Waffen haben wir keine bekommen. Schade. Javelin-Raketen haben wir einen Haufen. Und Windstalker-Raketen haben wir ein paar. Schwere Schubdüse. Optimierter Guardian-Schild haben wir schon. Optimierte Sentry war, glaube ich, schlechter, jawohl. Okay. Schutzschild, Batterien und so weiter sind noch aufgefüllt. Gucken wir einfach mal hier, was haben wir hier noch? Vielleicht können wir ja diesen Barracuda endlich kaufen. Gucken wir mal. Barracuda, jawohl. Wir fehlen. Die brauchen noch 25. Ihr Affen. Das ist ja noch ein Haufen. Na gut, dann machen wir halt noch zwei Missionen und dann müssten wir uns das Ding eigentlich leisten können. Okay. Direkt hier hin. Oder sag mal, drei Missionen. Hopp. Auftragsvergabe 9900. Sie müssen etwas unter den Blutdrachen durchlaufen. Wir haben eine Einrichtung. Oh nein. Das geht leider nicht. 9500 hätten wir noch. Blutdrachenanzahl von Schiffen. Okay, das geht. Dann. Auf geht's. Nehmen wir Rache am Drache. Am besten noch Blutdrache. Also Blutrache am Blutdrache. Auch wenn er uns nichts getan hat. Hauptsache er blutet. Hätte sich ja nicht so nehmen müssen. Los. Planet Kyushu. Ich will. Feindliche Schiffe werden am nächsten Einsatzwegpunkt sein. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Jo. Ach so. Andock. Vergesse ich immer wieder. Naja, so wild. Der lila Planet, schade, dass wir da nicht drauf landen können, aber ist halt ein Gasplanet. Ach so. Mal ja anwählen. Also ist ein gewaltiger Gasriese. Das dringe früher dem Tsushima-Depot im Orbit große Mengen Gas und Polymere liefert. Die Quelle ist jedoch erschöpft. Wieso, der ist doch noch da? Naja, wer weiß. Vielleicht sind die einfach wählerisch, genau wie ich.
Zack. Handeln? Nee. Wir machen jetzt erstmal so ein, keine Ahnung, wie dieser Reisegeschwindigkeitsdingens hier heißt. Reisegeschwindigkeitsmodus. Habe ich schon wieder vergessen. Naja. Ich werde halt alt. So. 12.000 Kilometer noch. Mal schauen, was uns diesmal erwartet, wie viele es diesmal sein werden. Wir werden es auch wie das letzte Mal in der letzten Folge machen. Wir werden nicht, wie wir es am Anfang immer machen, frontal draufliegen und gleich den ersten wegballern, weil das kostet uns Schildbatterien. Wir sind uns noch zu stark dafür. Sondern wir werden erst einfach das erste Mal einfach Ausweichmanöver fliegen und beim zweiten Mal draufballern. Weil dann haben die sich alle geteilt und ballern einzeln auf uns drauf. Das ist besser. Zumindest für uns. Da sind sie schon. Feindliche Schiffe in Reichweite. Wir haben sie zum besseren Anvisieren markiert. Das hier wird wehtun. Auf übelste Weise. Lalalala. Gegner in Sicht. Verfolge Waffen. So. Jo, Volltreffer. Aua! Ja, das kostet uns scheinbar doch noch schön Batterien, aber das macht ja nichts. Muss mal mit rechnen. Ja, auf uns zu hauen hier, das kann ja wohl nicht wahr sein. Immer wieder. Da ist ein Stück von dem dein Schiff weggeflogen. Ach jo, hier unten. So, hopp. Und tschüssi. Ich auch, mein Freund. Ich auch. Ich sehe dich. Da schießt noch einer. Nicht auf mich. Hört doch mal auf. Ah, oh, dem fehlt immer viel. Bon, uns auch nicht. Ich sehe einen vor mir, als ob ich hier zu viert wäre. Oder zu tausend. Hast ja auch so viel Auswahl. Oh, ich sehe auch einen vor mir. Ne, eine. Der Hanna. So, Mine gekonnt im Schiff. Gelingt mir auch nicht häufig. So, und dann kommen die zwei. Den halben Schuss kriegt auch mal ab. Genau. Naja, Hauptsache wir konnten die Nanobots einsammeln. Boom, wenn wir schon keine Schildbatterien brauchen. Und wieder haben wir den Flügelchen abgeschossen. Filigrane Teile, diese Flügel. Da ist der nächste gefallen. Am nächsten Wegpunkt warten weitere Feinde. Auf geht's. Klappt doch ganz gut. So könnte es immer sein. So ganz gemütlich. Die sterben alle so ganz gemütlich. Wir überleben alle so ganz gemütlich. Unterstützung ist gut. Ach, siehst du, da haben wir sogar noch jemanden, der mit drauf wartet. Das ist doch schön. Hat er da einen Turbo-Boost drin oder warum wird der jetzt so schnell die meine Rakete abgehauen? Will man. Aber nicht mehr lange, Junge. Das
war doch nur noch ein einziger Feuerball und das Ding hat immer noch gelebt. Ja, das ist tatsächlich wahr. Na komm, da lieb. Ah, die Raketen treffen aber ganz gut momentan. Wieder einer, ein Flügel weg. Finde ich cool, dass die so schnell auseinanderfallen. Das war's schon. Wir fliegen mal zum Shima-Tipo oder wie das Ding heißt da. Ja, dann kommen wir auch so hin. Zack. Und los geht's. Also ja. Da will ich hin, genau. Docken wir mal da an. Mal schauen, was die so für uns haben, weil das Schiffchen können wir uns eh noch nicht leisten und da bringt es ja nichts, wenn wir jetzt erst zurückfliegen. Vielleicht wird möglicherweise wieder hierher donnern. Können wir mal was anderes angucken. Tsushima Depot. Wie gesagt, mit mit deutscher Sprache habe ich es auch nicht so. Also ich wollte sagen, mit asiatischen Namen habe ich es nicht so. Nah genug sind wir ja, andocken. Mal gucken, was die so Feines da im Angebot haben. In ihrem Depot. Außer Gas. Ja, ich kenne da auch ein paar Leute, die könnten Biogas verkaufen. Verstanden. Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 2. Jo, danke. Warum? Warum kannst du eigentlich im Vakuum Rauch geben. Kulturschiff Patrouille, hier Tsushima. Sie sind seit eben auf unserem Schirm. Nennen Sie Ihren ID-Code und Ihr Ziel. Hier Samura, Sakura, 17. Wir senden jetzt die Daten. Haben Ihre Übertragung empfangen. Samura, Sakura, 17. Was ist Ihr Ziel? So, mal schauen, was wir so zum Reparieren da haben. Hip, der Schwanz. Reparatur abgeschlossen. Dass wir immer am Schwanz getroffen werden. So, Warenhändler, was hast du Feines? Was ist ein Liob? Oh, das Zeug behalten wir mal. Da gibt es auf Kyushu einen guten Preis. Kann man beim nächsten Mal abliefern. Schrott braucht keiner. Okay, dann tun wir einfach mal so tun, als hätten wir was anderes. Ausrüstungshändler, mal schauen, ob wir was dazu bekommen haben. Und ansonsten geht es auch direkt weiter. Oh, mal nach unten? Nein, wie immer. Menu. Noch 10 Slingshot habe ich. Ein paar Javelin. Machen erstmal die Slingshot alle, dann können wir noch die Javelin verbraten. So, erstmal die Bar. Bisschen rasieren lassen beim Bar Bier. Der hätte was. Gibt es auch was? 9600. Und zwar nur Schiffe. Ja, 16. Ungeziefer. Nehmen wir an. Okay, los geht's. Allerdings nicht mehr hier in dieser Folge. Wir starten in der nächsten Folge. Es freut mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis denne. Tschüss.